Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei einer weiteren Folge von TCGO Pokémon Sammelkartenspiel Online. Ja, die letzte Folge, die ging ja richtig in die Hose. Ja. Gut. Gut, die einen oder anderen haben es wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich halt jedes Mal einen Kommentar geschrieben habe zu denjenigen, die sich was gewünscht haben. Bitte mit Hashtag Pokémon. Entschuldigung, Hashtag Wunsch-Pokémon. Das könnte es mit diesem Umlaut machen von den E, das eigentlich ja bei den Pokémon E ist. Es ist eigentlich uninteressant. Ich habe euch jetzt mal einfach ein Beispiel gemacht, wie es ungefähr aussehen sollte. Ich habe jetzt einfach mal Tropius aus Plasma Plaster. Ich habe mir das gerade Karte besichtigt zum Beispiel jetzt nicht. Es ist nur ein Beispiel. Wenn ihr jetzt aber irgendwie zum Beispiel wie Volvorok hat ja Tag- und Nachtform. Das heißt, ihr müsst Hashtag Wunsch-Pokémon. Müsst nicht unbedingt einen Doppelpunkt. Es geht mir einfach nur um den Hashtag. Weil ich danach eher suche. Und dann gucke ich dann halt, was für ein Pokémon ihr wünscht. Oder Pokémon-Kombinationen. Geht ja eigentlich auch. Da war jetzt zum Beispiel einer, hat sich halt gewünscht, Fuecro GX und Volcanion GX. Das macht ehrlich gesagt keinen Sinn, das habe ich noch geschrieben, weil Steam Up bzw. Dampfdruck macht einfach nur auf dem Basis-Pokémon 30 Schadenspunkte. Also macht es keinen Sinn, die beiden zusammen zu tun. Es muss ja auch strategisch, es muss ja auch irgendwie kampffähig sein. Gut. Ansonsten jetzt zum Beispiel Hashtag Wunsch-Pokémon. Wolverock. Dann bitte auch in Klammern, welches Volvorok, Tag- oder Nachtform. Oder ihr sagt jetzt, ich schreibe jetzt nur, heißt, warte mal, wo haben wir ein Beispiel? Machen wir ein Beispiel. Volcanion ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ihr schreibt einfach nur Wunsch-Pokémon Volcanion. Mehr nicht. Das heißt, für mich Volcanion normal, also ohne irgendwas. Aber wenn ihr sagt Volcanion EX, dann nehme ich auch das EX rein. Obwohl das oder so ein bisschen Schwachsinn ist. Man muss überall da reinpacken. Das ist eben sinnvollsten. Ein Volcanion EX Deck. Oder hier zum Beispiel Absol. Mal nur so als. Wenn ihr jetzt schreibt. Absol hat ja schon mehrere, also Volcanion hat glaube ich nicht so viele. Aber Absol hier. Absol, ihr wollt Absol haben. Schreibt aber nur Hashtag Wunsch-Pokémon Absol. So, das heißt, ich suche mir quasi dann raus, welches Absol ich nehmen möchte und versuche es mir zu ertraden, falls ich es nicht habe. Oder ihr sagt, ich grenze es für dich ein, ich möchte das Absol aus, weiß ich nicht, aus dieser Erweiterung oder aus dieser Erweiterung oder halt aus Drachenleuchten oder halt jetzt ganz neu Stunde der Wächter, dann bitte auch in den Klammern hinschreiben, aus welchem Booster. Ich hoffe, es ist irgendwie, kommt das jetzt in den Kopf, weil ohne diesen Hashtag gibt es dann dieses Pokémon dann nicht, weil somit vergoldet ihr einfach nur noch mehr Zeit. Am besten einmal richtig schreiben. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt diesen E-Laut nehmen. Ist oder so. Ist ein doof. Weil hier zum Beispiel dieser Strich gehört ja eigentlich zum E hin. Müsst ihr nicht. Nein, müsst ihr um ganzes Gottes Willen nicht. Wenn ihr es tut, kann ich das ja dann nachlesen. Ich muss eh nach beiden Sachen suchen. Einige schreiben so, einige schreiben so. Aber der Hashtag ist wichtig, weil so kriege ich alle Kommentare. Und filter quasi das raus. Deswegen habe ich das gemacht. Wenn da halt kein neues Wunsch-Pokémon drin ist, ich ziehe mir die dann auch raus, damit ich auch weiß, ah okay, das habe ich schon, das habe ich noch nicht, das muss ich noch machen, die Folge muss noch produziert werden, ich muss mir noch die Karten besorgen und so weiter und so fort. Ich versuche ja mein Bestes, wenn halt ich die Möglichkeit habe, irgendwie was zu ertraden. Oder wenn ich Glück habe, ich habe die Karten bereits. Ja, ich hoffe, für die neuen Zuschauer ist es jetzt angekommen,
Und für die anderen Leute, die älter da sind, die jetzt auch ein paar Wunsch-Pokémon haben, haben es jetzt auch begriffen. Wenn dieser Hashtag nicht dabei ist, zählt das halt nicht. Such nach Hashtag Wunsch-Pokémon und nicht nach Wunsch-Pokémon. So. Ich hoffe, es wurde begriffen. Dann können wir mit der Folge loslegen. Ich habe jetzt eine einzige Ausnahme. Ich mache jetzt wirklich nur eine einzige Ausnahme. Wurde sich halt nach Tara gewünscht. Ich habe ihn dann auch angeschrieben. GX habe ich schon präsentiert. Er schrieb ja auch irgendein nach Tara. Da habe ich gesagt, ja, GX habe ich schon. Da sagt er dann auf einmal, nee, keine GX. Ja, sowas will ich ja auch vermeiden. Also sagt er jetzt irgendein normales. Jetzt habe ich mir ein normales rausgesucht. Zwar ein ganz besonderes. In meinen Augen. Es ist zwar nicht sonderlich stark, aber es ist besonders. Kann man nicht anders sagen. Und zwar machen wir kurz das Deck auf. Für ein paar Sekunden. Und zwar ist es dieses Nachtara aus Erforscher der Finsternis, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Habe ich mir vor kurzem erst getauscht. Mich hat sehr interessiert dieser Schattenstillstand. 68 Schaden bei 2 Münzen Kopf. Lege alle an das verteidigte Pokémon angelegte Energie auf deinen Abschlag, auf den Friedhof des Gegners. So. Ich weiß nicht, warum Ablagestapel ist ja gleich Friedhof von Yu-Gi-Oh! Blablabla. Kennt ja jeder. Bei 2 Kopf. Stellt euch einfach mal vor, ein Pokémon hat 3, 4, 5 Energie und da kommt ein Nachtara um die Ecke, haut 60 Schaden zu, auf EX 90 Schaden oder halt plus Schwäche. Dann kommt noch Double Kopf und das Pokémon ist energielos. Das ist mega krass. Deswegen natürlich Victini dabei. Beim Münzwurf muss Victini dabei sein. Ich habe mir jetzt überlegt, ich nehme jetzt 3 von diesen Nachtaran und halt dann dementsprechend ein anderes Element. Gucken, was wir dann im Kampf brauchen. Vielleicht brauchen wir davon gar keins. Ich habe diesmal mal den Ökoarm mitgenommen. Weiß nicht. Mit Superangel und Ökoarm ist es gar nicht mal so schlecht, diese Nachtaras wieder herzuholen. Ja, schauen wir mal. Ansonsten habe ich halt 2 Stadionkarten. Einmal das umgekehrte Tal, um ein bisschen mehr Schaden rauszudrücken, wenn ich das benötige. Oder halt raue See, um das Pokémon wieder zu heilen, wenn ich Blitzer oder Aquana draußen habe. Gegen KI ist es natürlich wunderschön gelaufen, aber es heißt ja nichts. Es heißt nichts. Dieses Pokémon ist nicht gegen GX und EX ausgelegt. Dafür hat es zu wenig Wucht. Vielleicht schaffe ich, wenn Blitzer draußen ist, einen Shaman platt zu machen, weil 60 plus 60 sind 120 und damit habe ich den Shaman erledigt. Aber halt sowas Größeres wird ein bisschen schwer. Das werde ich nicht One-Hit killen können. Auch mit. Obwohl, hier sind es auch nochmal 60, also sind das schon mal 180 Schaden. Na, mal schauen, wenn es ein Wasser-, Elektro- oder Feuerschwäche hat. Also manche Dir könnte eventuell gehen, vielleicht dann noch mit umgekehrtes Tal, würde ich dann insgesamt 200 Schaden machen. Oder halt Kukui. Wie gesagt, müssen wir mal schauen, wie der Kampf sich gibt. Vielleicht haben wir Glück und kriegen passende Gegner für unser Deck. Schauen wir mal. Ein sehr interessantes Nachtara. Das muss gesehen werden. Also sowas zum Beispiel. Es ist nicht immer nicht notwendig, EX und GX zu spielen. Es ist erweitert. Okay. Jetzt kann da. Na genau. Aber hier. Schattennachtara. Dann legen wir los. Gegen ein Kampfdeck.
Da haben wir zum Beispiel einen Nachteil, weil wir Schwäche haben. Das heißt, schauen wir mal. Das könnten wir sogar verlieren. Wir haben auch nichts anderes. Vielleicht Kapala. Kriegen wir irgendwas mit hin? Okay, wir haben jetzt Victini drauf. Schlecht. Ich bin dran. Ist klar gewesen, Firaro. Ich will erstmal einen. Und das läuft gerade gar nicht gut auf. Das ist eine Katastrophe. Ich trotzdem mal eine Energie zum Rückzug an. Das heißt, ich muss Platan spielen. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich Wuffels ist oder so. Aeroblitz. Oh. Ja, das sieht jetzt schon mal nicht so gut aus. So, schauen wir mal. Jetzt kriege ich Energie. Ausgerechnet jetzt. 3 Energie schon weg. Ja, kein Evoli gezogen. Nothing. Das ist natürlich mega schlecht. Okay, es ist ein Knackrack. Oh mein Gott. Es läuft gerade gar nicht. Also ich fühle mich gerade mega verarscht. So mein Deck wieder mal. Also ich nehme was ein Evoli bekomme. Wenn jetzt nichts Gutes kommt, dann brauche ich erst gar nicht mehr weiterkämpfen. Es ist nicht besser. Was ist das hier? Wo sind die ganzen? Wir haben 4 Evolis, aber da kommt kein einziger. So, den. Ja. Wir haben sogar alle Pokémon raus. Wir verwirren es. Und Fußstrahl. Wir verwirren es. Sag, gib mir nicht auf die Nerven. Wieso ist das total zurückgesetzt worden? Was soll der Mist? Haben wir wahrscheinlich alles zurückgesetzt. Gucken, was er macht. Switcht er aus. Könnte er und dann auf Zenlong gehen. Okay, ich brauche Schadensmarken, damit er Finalstachel benutzen kann. Okay. Er kommt durch. Was für eine doofe Aktion. Ziehen zurück. Spielen jetzt einfach mal das. Spielen jetzt, ehrlich zu sein, Platan. Weiß man nicht, was er sich geholt hat. Wahrscheinlich nichts Gutes. Evoli, ist gut. Noch ein Evoli. Wir haben keine Schwäche, ne? Wir haben gegen den Gegner keine Schwäche. So, Schattenschildstand. Double Kopf. Wir wollen nochmal würfeln. So, Energie. Geht flöten.
Das heißt, er zieht jetzt zurück und damit habe ich... Ja, ich habe es gewusst, dass er Doppelfarblos holt. Eigentlich habe ich verloren. Leider Gottes, mit der Schwäche ist nicht zu spaßen. Das war natürlich jetzt doof. Ich habe auch extrem Pech gehabt, was die Karten anging, ne? Ja, in dem Fall hätte ich lieber endspielen sollen, dann hätte ich eventuell mehr Glück gehabt. Aber ist halt die Frage, ob ich dann tatsächlich den Doppelfarblos bekommen habe. Hätte. Das ist halt das Problem. Aber er hätte immerhin seine Doppelfarblos nicht. Außer er hat wieder eine neue gezogen, man weiß es ja nicht. Und da dreht sich Shaman vor. Jawohl. Gucken wir mal. Okay, beide haben einen schlechten Start. Er kann sofort zurück. Noch nicht. Ich muss noch warten. Außer ich kriege eine Doppelfarblose und habe sogar noch ein Pokémon. Ich hoffe mal. Oh mein Gott, ist es mega, oh doch, dann habe ich noch verloren. Du hast eine Kampfschwäche, ne? Oh Mann, ey. Also, bis jetzt bringen meine Effekte gar nichts. Niente. Zieh ich. X. Out. Jetzt kommt eine Doppelfarblose. Hey, was haben wir denn? Alles haben wir da. Hey. Es ist nichts dabei. Jawohl. Jawohl, es ist nichts dabei. Ja, machen das mit nix. Können ja nix machen. So, jetzt zieht zurück. So, wir... Schmeißen da was an. Wir holen uns ein N. Hier holen können, ne? Dann wäre ja schon mal ein bisschen Schaden drauf. Okay. Himmelsgabe. 61 Schaden. Nehmen wir Kapufaller. In dem Kapufaller. So, 20 Schadenspunkte. Mega, oder? Okay, wir wachen auf. So, Victini. Doppelfarblos. Machen wir so. So. Hallo? Hallo? So. So. Dann los. Karten ziehen. Ich hab noch gar nichts gemacht! Er gibt da schon auf. Egal, erster Sieg. Erster Sieg. So, nächster. Wir haben noch gar nichts Großartiges getan. Muss man sagen.
in Verschandung nicht besiegen können. Aber jetzt zum Beispiel Mega Ordoch einfach dann null Energie. Wäre schon geil. Schauen wir mal. Was ist das? Was sind das mal für Starts, die ich hier habe mit diesem Deck? Entweder habe ich gar keine Pokémon oder immer die falschen Pokémon. Hallo, Evoli, Start bitte. Mit Energie, das wäre echt schön. Das ist gar nicht schön, das ist Capo Falla. Leg aber jetzt schon mal Energie an. Start. Psyana. Es ist Psyana. Shit. Okay, ein Nachtrag ist gepriced. Er denkt sich jetzt, oh nein, Notara. Ja, es ist nicht das Notara, was du denkst. Wir sehen einfach mal das aus und spielen an. Immer noch ein Levelball. Das ist nicht das, was ich haben wollte. Schimmen bringt mir jetzt gerade gar nichts. Ich habe zu viele Garn auf der Hand. Das ist Tiana GX. Habe es gewusst. Unschön. Jetzt müssen zwei Karten ziehen. WTF. Was ist das hier noch? Wir haben eh jetzt Latern. Was anderes hier. Das zum Beispiel. Genau das. So, Rückzug. Und wir verwirren es jetzt erstmal. Natürlich sehr ärgerlich jetzt. Er vernichtet Energie die ganze Zeit. Natürlich doof für uns. Er kommt durch. Das heißt, ich bin jetzt auch verwirrt. Nein. Okay, wir machen jetzt erstmal um das Tal hier. Legen da Energie an. Machen einen Switch. Und haben zumindest jetzt 60 Schaden. Ja, ich habe, glaube ich, verloren. Ich
So ein Mist aber auch. Ach, ey, sag ich ja, gegen EX ist dieses Deck natürlich nicht ausgelegt. Also, es ist schwierig. Es hat nur 100. Es hat nur 100. Es hat einfach gar nichts. Wickeln und verwirren es jetzt erstmal. Vielleicht haben wir ein bisschen Luck. Nur ein bisschen. Oh, 120 Schaden. Jawohl. Das habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach, komm schon. Hören. Okay. Wir machen was Riskantes. Hin und zurück. Das reicht ja zumindest aus, aber das bringt oder so nichts. Genau. Bis jetzt ist es nicht mal einmal vorgekommen, dass ich hier jetzt richtig gewonnen hätte. Jetzt kann ich auch noch nicht zurückziehen. So. Ach, ich dachte, ich kann jetzt zurück. Achso, ich kann nicht double. Ja, okay. Ja, okay, jetzt ist eh verloren. Jetzt hat er doppelt Farblos da hinten angelegt. Ja. Geil. Okay, ja, es ist halt, ich hab's ja gesagt, es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Also gegen EX ist es schon schwach. Es hat zwar eine geile Fähigkeit, beziehungsweise seine Attacke, aber sie zu bekommen ist recht schwierig. Also ich habe echt gerade keinen Luck gehabt. Sag ich ja, es ist nicht gegen EX und GX ausgelegt. Ich weiß zwar nicht, warum der Wing aufgegeben hat. Naja. Vielleicht habe ich es voreilig reagiert, ja. Egal, aber ich hätte so oder so verloren. Egal, was ich gemacht hätte. Gehe ich davon stark aus. Ich hätte zwar jetzt das, das Ding ist rausgeholt, aber das Psyana GX, das hätte mich mit Psychokinese sowas von unter Kontrolle gehabt. Da hätte ich so viel Luck brauchen, dass ich dann wirklich Energie abschlagen müsste. Wie gesagt, es ist schwer, damit gegen EX und GX zu gewinnen. Ja. Gut, aber wenn euch dieses Pokémon trotzdem irgendwie gefallen hat, vielleicht hat der ein oder andere eine bessere Idee, mit welchen Kombinationsmöglichkeiten ich dieses Pokémon verstärken könnte. Ich sehe jetzt momentan keine Möglichkeit, ich habe bis jetzt das Maximum rausgeholt. Aber wie gesagt, gegen echte Gegner sieht es halt ganz anders aus. Also da können ja durchgedachte Decks in die Hose gehen. Gegen KI habe ich keine Probleme gehabt, weil die sind halt Loser. Gegen echte Gegner sieht es halt anders aus. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, bis dann!